Wir müssen, glaube ich, dort lang. Ja, richtig. Zulamin ist hier bestimmt irgendwo. Siehst du meinen Arm überhaupt? Ja, ich habe eine Richtung gezeigt. Siehst du wahrscheinlich gar nicht. Ich tippe auf die Schulter. Da lang. Ja, das, aber mir, ich weiß doch, ich kenne mich doch mit sowas aus. Ich war hier schließlich auch, ihr erinnert euch. Wir waren gemeinsam im Thronsaal. Ach ja. Ja, so könnt ihr euch durch die langen Gänge pirschen, immer wieder den Staub verwischend. Und durch die Haupthalle hindurch, seht aber auch keine weiteren Wachen. Draußen zwar schon in der Sonne, im Sonnenlicht, die schauen auch so ein bisschen beunruhigt mal nach drinnen, aber entdecken euch da wohl auch nicht. Und wenn ihr dann in den anderen Flügel einkehrt, könnt ihr es zunächst riechen. Trotz dessen, dass die Reihergeweihten hier viel Mühe und Aufmerksamkeit darin investiert haben, hier sauber zu machen, aber diesen Blutgeruch, Blutrosen oder Parfum, was so schwer in der Luft riecht, das haben sie wohl immer noch nicht wegbekommen. Und ja, ihr könnt es wiedererkennen, auch wenn hier die ganzen Vorhänge fehlen, die ganzen Triumphsymbole der Belkel und der Demiona, die Kultgegenstände wurden wohl allesamt eingesackt. Die wenigen Bücherregale, die es hier in diesem Raum gibt, sind wohl auch allesamt leer. Das ist der Raum, in dem Demiona geköpft wurde. Und könnt euch dann umschauen. Ja, ich würde mal direkt an die Stelle gehen, wo Demiona geköpft worden ist. Das wissen wir ja noch relativ genau, wo sie stand. Aber mir, das ist, glaube ich, der Fleck gewesen, nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Könnt ihr sie rufen? Eleonora, bist du da? Nun, ich meine nicht auf profanem Weg. Ja, natürlich könnte ich sie rufen. Wenn Sulamin das Gespräch hört, nimmt sie den Schleier wieder ab. Hier also? Hier also, ja. Ich bin froh, dass wir den Wachen nichts antun mussten. Ich auch. Was hatten sie denn? Sie waren auf einmal merkwürdig entspannt. Nun, ich habe ihnen die Gaben der Göttin nahegebracht. Ich habe sie umarmt und in einen Rauschzustand versetzt. Er sollte bis zum Morgen anhalten. Ah, das ist gut. Sie wirkten auf einmal sehr viel entspannter. Nun, wir müssen Eleonora finden. Und während ihr noch redet, geht Zulamin plötzlich in die Knie und fasst sich an den Hals, als würde Blut zwischen ihren Fingern hervorsprudeln. Helf mir! Ich kriege keine Luft! Alles gut, alles gut. Stellt uns nicht so rum, holt meine Leibärztin! Ja. Ich bin eure Maharani! Ich bin ein Heiler. Wartet, wartet, ich heile euch. Ja, und dann lege ich meine Hand auf den Hals und würde so tun, als würde ich einen Zauber wirken. Seht ihr, jetzt ist alles besser. Ich würde noch mal eine Heilkunde-Seele-Probe machen, um die den Geist zu beruhigen. Ich würde derweil ein Udum Arcanum werfen auf Zulamin. Ja, die Umgebung von Zulamin. Wo ist Arkos? Ist ihm nicht klar, dass ich verletzt bin? Wieso ist er gegangen? Arkos ist gerade im Krieg. Was? Aber er stand doch neben mir. Naja, er steht ein bisschen neben sich, das ist richtig. Aber mach dir keine Sorgen. Wir müssen jetzt erstmal einige Sachen klären. Also, du bist Eleonora, nicht wahr? Ja, ich bin die Maharani Shahi von Aranien. Holt Arkos! Nun, das ist schwer. Weißt du, was passiert ist? Nein. Gut, dann erkläre ich... Es tut weh. Ihr habt gesagt, ihr würdet mich heilen. Ja. Also, das Problem ist, Arkos Schwester, Demiona, die ist euch ja ein Begriff, nicht wahr? Was? Nein! Ihr... Tut endlich etwas! Beruhig dich erstmal mal. Also Zulamin ist magisch. Zulamin windet sich, also sie hat offensichtlich Schmerzen und wimmert und scheint auch irgendwie nur die Hälfte von ihm mitzukriegen, was ihr sagt. Wir sind unter Feinden, schreit nicht so herum.
Ja, also du hast nur ein heulendes Häuflein Elend vor dir. Also, noch einmal von vorne. Demiona kennt ihr, nicht wahr? Ein Wimmern? Ja, das nehme ich als ja. Gut, also, Demiona hat mit euch den Körper getauscht. Durch einen Zauber, den sie gewirkt hat. Na? Und unsere Idee ist, wir wollen euch jetzt wieder in euren Körper reinbekommen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Vertraut ihr uns? Ihr kennt mich und Boltax. Vertraut ihr uns? Ich habe euch schon einmal gesehen, aber wie soll ich euch vertrauen, wenn ihr mir nicht helft? Wir versuchen euch zu helfen. Wir müssen euch hier herausschaffen. Leise. Dann macht, dass es aufhört. Das können wir nicht. Nicht hier. Ihr seid ein Geist. Nein! Doch. Ich bin verletzt, aber ich bin am Leben. Ihr seid gewissermaßen am Leben, ja, aber ihr seid gewissermaßen auch ein Geist. Das ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen euch jetzt auf jeden Fall erstmal hier rausschaffen. Dann kann ich alles in Ruhe erklären und wir können euch heilen. Nicht wahr, Maharani? Dann schafft mich hier raus und tut etwas. Tut endlich irgendetwas. Könnt ihr aufstehen? Das sieht nicht so aus. Also ihre Füße bewegen sich über den glatten Boden und ziehen Spuren in den Staub. Aber sie wirkt tatsächlich wie, als wäre sie schwer verletzt. Und sie hat auch immer noch beide Hände am Hals. Aber mir, ich würde sagen, wir treffen uns draußen, oder? Ich gehe mit ihr durch die Erde zurück zu unserem Lager und sie hat mir gerade die Einwilligung gegeben, dass sie mich begleitet. Nun, dann wird ihr aber alle Metallgeschen an Zulamin zerstören, nicht wahr? Ich könnte sie mitnehmen. Ja, genau, das war die Idee. Ihr Schwert hat zumindest. Ja, also es ist nicht ganz leicht, diese Sachen runterzubekommen und vielleicht reißt auch irgendwie ein Haken an ihrem Schmuck oder so. Also sie windet sich halt dabei, aber du kannst auf jeden Fall die Metallgegenstände abnehmen. Nun gut, dann sehen wir uns draußen vor dem Pavillon. Das ist richtig. Nun, nicht vor dem Pavillon, draußen vor der Stadt, da wo die anderen auch warten auf uns. Ah, gut. Hoffen wir, dass ich so hinausgelangt, wie ich hineingelangt bin. Nun, ansonsten kommen die anderen und retten euch. Hört endlich auf zu reden! Ja, ich würde dann Zulamin, also der Maharani, die Hand reichen und dann einen Weg durch Sumus Leib anwenden. Ja, also sie krallt sich richtig in deine Hand, also auch so mit den Fingernägeln, so als, naja, wäre das halt alles, woran sie sich noch festhalten kann. Ja, alles klar. Dann gucke ich einmal schnell. Das sieht aber sehr gut aus. Und damit bin ich genau auf 0 ASP. Ha! Perfekt, gut, dass ich mir das aufgehoben habe. Also eine halbe Stunde, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Die ist bald vorbei. Würfel mal eine Athletikprobe. Wofür? Um schnell wieder aus dem Gebäude vorbei. Zweifelsfall würde ich die Zauber nochmal wirken. Einfach. Oder so, ja, dann gib mir dann nochmal einen neuen. Ja, ich mache das wieder. Ich denke mal, mehr als eine Viertelstunde werde ich nicht brauchen von hier aus bis nach draußen. Ich würde sie mal eine Viertelstunde begrenzen, wieder mich wieder Zeit lassen. Ich glaube, du musst den gar nicht neu würfeln, der Zauber ist aufrechterhaltend. Nur denn, umso besser. Gut, das sollte dann reichen, wenn du die ASB bezahlst und kannst dann gemeinsam wieder nach draußen treten. Lässt die berauschten Wachen dort zurück und trittst an den Toren vorbei. Zulamin, du erwachst wieder durch die Erde hindurchgerissen. Kannst du sehen, wie Erde um deine Augen herum sprudelt und dann spuckt die Erde selbst dich wieder aus. Und du klatscht auf den Boden neben Boltax.
kannst vor dir noch sehen, wie Rafim dort steht mit besorgtem Blick. Hassan kannst du erkennen und Diamantis. Du bist wieder da, aber du weißt nicht genau, was passiert ist. Du hast den Schleier abgenommen und dann war alles weg. Jetzt bist du wieder draußen. Lumin sieht dich mit klarem, aber verständnislosem Blick an. Was ist passiert? Hat das geklappt? Nun, Eleonora ist in euch gefahren und wir haben uns entschieden, sie erstmal von dort wegzubringen. Ihr seid wohl... Nun, sie ist wohl immer noch in euch. Woher wissen wir das? Seid ihr sicher? Könnt ihr sie fühlen? Nein, ich glaube nicht. Dann steht einmal kurz still. Ich würde nochmal ein Odem Arcanum wirken auf sie. Ich fange prophylaktisch trotzdem an, Pentagramm um sie herumzuzeichnen. Sulamin ist nicht mehr magisch. Nun, der Geist hat sie immer verlassen. Sie ist nicht mehr magisch. Was hätten wir uns auch denken können? Was habt ihr euch gedacht? Vermutlich kann sie den Ort ihres Todes nicht verlassen. Ganz exakt. Wer hat euch von Geistern beigebracht, Boltax? Naja, ein Probrim-Geode. Den hat euch nicht gesagt, dass Geister wie gewöhnlich an ihren Totenort gebannt sind. Naja, wenn sie den Ort verlassen könnte, dann wäre sie wahrscheinlich schon in Richtung Zorgan unterwegs, oder? Ganz exakt. Zumindest eruieren können hättet ihr so etwas. Nun, die Klugscheißen hinterher ist immer besser. Jetzt sie mitkommen können. Aber Abelmir, er ist ein alter Mann. Guck ihn dir doch an, wie gebrechlich er ist. Nun, aber dann soll er Boltax keine Vorhaltung machen, was er falsch und was er richtig getan hat. Verzeiht mir, dass ich von den nur so hochgelobten Geoden etwas mehr erwartet hätte. Wieso? Ihr müsst wissen, sie haben den Hexen das Zaubern beigebracht. Unter anderem. Und sie haben die Armbrust erfunden. Naja, die Proben nicht, aber die Zwerge. Nein, nein. Richtig. Nicht dieses Thema wieder. Haben wir... Ist ja auch egal. Offensichtlich, was machen wir jetzt? Offensichtlich war ich als Gefäß für den Moment geeignet, aber nicht geeignet, um sie dort herauszubringen. Kann man ich andere denke, es hat nichts mit der Eignung als Gefäß zu tun, sondern damit, dass sie den Ort ihres Todes nicht verlassen kann. Na, gibt es vielleicht andere Gefäße, die man benutzen kann, um sie von hier wegzubringen? Natürlich. Die Orks haben doch so etwas, oder? Ja, es gibt auch andere. Es gab einen Zauberschmied, wie hieß er noch gleich? Der hat auch Gefäße angefertigt. Manche Geister sind auch an Gegenstände gebunden. Ganz exakt. Man könnte den Geist beherrschen und an einen Gegenstand binden. Vermutlich lässt er sich dann forttragen. Vermutlich. Ach, hier, euer Schwerter. Ach, danke, Abelmir. Götter sei gepriesen, dass ihr daran gedacht habt. Wenn man jetzt ein Rohal den Weisen hätte. Nun, wir müssen mit dem Vorlieb nehmen, was uns übrig bleibt. Und das ist nicht sehr viel. Wollen wir dann später nochmal wiederkommen oder wie machen wir das jetzt, wenn wir nichts dabei haben? Rekapitulieren wir kurz. Wir können bestätigt denken, dass es sich um den Geist der verstorbenen Leonora handelt. Hat sie dann irgendwas richtig gesagt? Also konnte sie euch weiterhelfen? Ja, sie wollte zu Arkos. Naja, wir das kann ich irgendwie verstehen, wenn sie jetzt seit Jahren tot ist. Ja. Seht ihr, da habt ihr eine Idee. Wenn wir den guten Arkos-Schar herbeibringen könnten, könnte er zumindest in der Lage sein, den Geist zu besänftigen und ihm in den Sphärenübergang zu ermöglichen. Oder ihn gefügig zu machen für Vorschläge unsererseits, ohne dass wir Zwang ausüben müssten. Aber wolltet ihr euch denn gerade einen Krieg aus? Ja, der ist in Archopal. Das habe ich ihr auch versucht zu sagen. Wenn wir Arkos hier hinschleppen und den Geist besänftigen, dann fährt er doch in Borans Hallen ein, oder? Ist das das, was wir wollen? Wir könnten den Geist auch nur hinreichend besänftigen, dass er sich, wie bereits gesagt, auf Vorschläge unsererseits einlässt und sich leichter in einen neuen Körper transplantieren lässt. Dies gegen seinen Willen zu tun, könnte ein traumatisches Erlebnis sein. Nun ja, wenn wir sie in ihren eigenen Körper zurückbringen könnten... Denke ich, würde ihr das sehr weiterhelfen. Kapitania, ich erachte es für das Beste, wenn wir den Körper zu ihr bringen. Nun, ich die Mione herbringen, oder? Zumindest den noch lebenden Leichnam, ja. Ein lebender Leichnam ist ein Widerspruch. Den noch lebenden Körper, ihr wisst, was ich meine.
Aber wie sollen wir das anstellen? Was machen wir dann? Also, wenn wir jetzt den Körper von Eleonora mit dem Geist von Dimiona haben, was machen wir dann? Also, kann jemand von euch, Boltax, kannst du die Seelenwanderung? Und kannst du das auf andere? Nein, das kann ich nicht. Das ist dann doch etwas komplexer. Es ist nicht so, dass ich es nicht lernen könnte, aber ich bin ja auch noch ein sehr junger Geode. Ich bin erst 83 Jahre. Ich hätte zwei Ideen. Wir geben ihm einfach 20 Jahre Zeit. Drei Ideen, wenn ihr das so wollt. Die erste wäre eine Verzweiflungstat. Wir könnten das darauf ankommen lassen, dass der Geist von Eleonora mit dem von Dimiona kämpft und als Sieger daraus hervorgeht. In nichts her. Wahrscheinlich, wie ich anmerken darf. Die zweite wäre, dass wir eine Möglichkeit finden, die Seele der Dimiona aus dem Körper auszutreiben. Mir wäre keine derartige Methode bekannt, aber einschlägige Nekromanten könnten Ideen haben. Und der dritte wäre, dass wir sie umbringen. Dann vergeht ihr Geist automatisch und den Körper nach hinreichend viel Zeit am Leben halten. Ich könnte auch meine Lehrmeisterin fragen. Ihr könntet eure Lehrmeisterin fragen. Sie hat sicherlich ein großes Wissen über solcherlei Esoteriker. Ich weise darauf hin, Kapitania, dass dies alle drei sehr direkte Akte angewandter Nekromantie wären. Egal, wie ihr es auslegen möchtet. Aber mir könnte ansonsten auch Polbera fragen. Ihr wart doch miteinander bekannt, nicht wahr? Nun, ich würde ungern mit ihm referieren über solche Angelegenheiten. Wenn ihr so wollt, Kapitania, werde ich dies übernehmen. Sagen wir so, wenn Nekromanten ohne weiteres in der Lage wären, die Seele aus einem Körper zu reißen, nun, dann sähe die Welt noch ein ganzes Stück finsterer aus, oder? Polbera ist ein der größte Experte, den wir kennen, was die Schwelle zwischen Leben und Tod angeht. Und den Übertritt über eben jene. Es gäbe noch eine sehr ketristische Möglichkeit, die weit außerhalb meiner Fähigkeiten liegt. Der Nirraven. Ja. Er ist ohne Zweifel in der Lage, eine Seele aus einem Körper zu reißen. Wäre er? Er wäre allerdings auch in der Lage, unsere Seelen aus unseren Leibern zu reißen, wenn er nicht hinreichend viel kontrolliert wird. Eine solche Tat bedingt also eine gewisse Vorbereitung. Und ein Schritt unsererseits. Ja. Also, seid ihr... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wollt ihr einen Pakt mit der... Nein. Der ich sag, das ist eine ketzerische Möglichkeit. Ich wollte nur alle Möglichkeiten aufzählen. Nicht, okay. Dass ich sie befürworten würde. Gut. Wenn wir jetzt schon bei Dämonen sind, aus euren Erzählungen hat sich bisher jeder einzelne Erzdämon gegen sein Heptarch gewendet. Junge! Warum sollte das nicht auch bei Dämonen der Fall sein? Ich kann dir helfen! Ich hab die Lösung! Weil wir gerne wollen, dass der Heptarch sich erst gegen Dämiona wendet, nachdem sie den Körper freigegeben hat. Diamantis! Was der Erzählung nach mit Galotta passiert ist, wollen wir das gern vermeiden. Hey, Serpentilius, ich glaube, ich entschuldige mich mal für einen Augenblick. Serpentilius schüttelt mit dem Kopf, denkt sich aber nichts weiter daran, weil... komm, wann hört ihr mal das einem schon mal zu, weil du über Magie redet? Nie. Nur bei den wichtigen Sachen. Nun, Kapitania, ihr habt sicherlich jetzt alle Möglichkeiten vorgeführt bekommen. Wie denkt ihr, dass wir fortfahren? Nun, das beste Angebot, das ich machen könnte, wäre, die Göttin zu bitten, Eleonora zu befreien von Dimiona. Eingefallen. Ihr wisst doch, dass bei Drachen, diesen verdammten Drax, die Seele nicht wie bei uns, normalen Wesen, mit dem Körper direkt verbunden ist, sondern über einen Karfunkelstein. Ja. Vielleicht gelänge es uns, Eleonoras Seele in einen Karfunkelstein zwischenzulagern. Kennt ihr ein Ritual, das das bewirkt? Mir wäre nicht bekannt, dass jemals ein leerer Karfunkel gefunden worden wäre. Ja, richtig, ist da nicht noch die Drachenseele drin? Und das Austreiben einer Drachenseele ist etwas, sicherlich nicht aussetzen. Das Austreiben einer Drachenseele aus etwas solchem ist etwas, das ich mir nicht zutrauen werde. Oh, das dürfte doch recht einfach zu bewerkstelligen sein. Ich fürchte nicht. Ich hörte Legenden von Fran Horas, dass er einen Seelenstein hätte, in dem er seine Seele gebannt hätte,
um seinen Körper, nun ja, unempfindlicher zu machen. Wie gesagt, es sind Gerüchte und Legenden. Nun, Capitania, hier können wir gerade nichts tun. Ja, ich schlage vor, wir führen unseren Weg fort, dass wir in Ruhe ein paar Tage Zeit haben, die Sache zu evaluieren und einigen, zumindest den mir bekannten Experten zu befragen. Und vielleicht kann die Adepte hier eine Nachricht an ihre Lehrmeisterin schicken. Es kann nicht schaden. Ich kann auch mit dem Transversales mal nach Festum, wenn ihr mögt. Aber gebt mir vielleicht einen Tag und dann müssten wir uns ein... Also entweder komme ich wieder hierher oder nach Janka. Das müssten wir dann entscheiden. Da kann ich zumindest dann mal mit ihr sprechen. Aber schaut mal, Diamant, das sieht so aus, als würde er jemanden stützen, oder? Hm? Ja, wie er da über das Feld geht, das sieht so aus, als würde er jemanden stützen. Naja. Der vermisst uns etwas seltsam aus. Zurück zum Punkt der Sache. Ich denke nicht, dass wir hier warten wollen. Es sei denn, ihr versprecht euch von dem Gespräch mit eurer Lehrmeisterin eine sehr konkrete Methode, wie wir den Geist in einen Gegenstand binden und mitnehmen können. Also so wie ich sie kenne, hat sie sicherlich noch irgendwelche, ich weiß nicht, ob sie Schrumpfköpfe hat oder irgendwelche Ork-Schaman-Gefäße. Wahrscheinlich gibt sie mir gleich noch dazu die Knochenkeule mit. Ich habe keine Ahnung, aber sie wird auf alle Fälle eine Lösung haben dafür. Bei wem habt ihr noch gleich gelernt? Nahema? Man erzählt sich immer die Frau ja allerhand. Aber Diamantis kommt wieder. Na, Diamantis, wen habt ihr denn da gestützt? Was? Wen soll ich denn stützen? Ich habe einfach einen Augenblick zum Denken gebraucht, ohne dass mir dieses unnötige Magiekrimskrams an den Kopf geworfen wird. Aha, und jetzt habt ihr die Erleuchtung. Ich habe mich an eine Geschichte zurückerinnert, die mir mal erzählt wurde. Aber erst einmal zu unserem Problem. Wir haben eine Seele ohne Körper und wir brauchen jetzt im Grunde nur das Gegenteil. Einen Körper ohne Seele. Eine Leiche. Nun, nicht seine Leiche ist ja tot. Einen Lebenden. Wie soll denn das gehen? Ein Körper ohne Seele? Ich habe Geschichten dementsprechend gehört, die Morbiden zu so etwas imstande sein. Arachnor von Shirina wäre ohne Probleme in der Lage, uns einen Golem zur Verfügung zu stellen. Ich hörte von Legenden der Mohas, die solch eine, nun ja, Körper herstellen könnten. Oh, und ich habe gehört, wenn man zu viel Regenbogenstaub konsumiert, dann kann es passieren, dass die Seele direkt in Borons Hallen einfährt. Jetzt, aber das würde bedeuten, dass wir eine andere Seele auf dem Gewissen hätten. Reisen wir einfach nach Balanka, da gibt es genug von den Leuten. Deswegen wäre einen Golem zu erschaffen das Praktischste. Tulamin, ihr kommt doch aus Vasar. Was wisst ihr über die Mabiden? Nun, sie nehmen im Wesentlichen die Funktion der Boron-Kirche dort ein. Und diese Liturgie, die Aetilius für Avianda gewirkt hat, sie kommt aus Vasar. Außerdem beten die Mabiden bei uns. Die um Gul'shach an. Mabo wird dort nicht als, naja, als Taube dargestellt, sondern, ja, er ist ein großer Gänsegeier. Der Mann, mit dem ich einst sprach, sprach von Menschen in dem Kloster der Mabiden in Vasar. Sie lagen, ihr Herz, das schlug noch, aber in ihren Augen konnte man es sehen. Der Lebensfunke hat's. Ist bei ihnen bereits erloschen oder woanders fortgegangen, zumindest nicht mehr dort. Lebenden Toten nannte er es. Oder die Seelenlosen. Nun, sie betreiben ein Spital dort. Welch schreckliche Fälle sie dort pflegen, mir nicht bekannt. Aber würde solch ein Mensch nicht sterben, wenn er nicht mehr essen und trinken kann?
und gibt fortschrittliche Methoden, einen Menschen zu füttern, ohne seinen Kaumechanismus zu benutzen. Und das ist euch jetzt eben eingefallen, Diamantis. Erschreckend, was einem alles einfällt, wenn man ein wenig Zeit zum Denken braucht. Sag's ihn einfach! Sag's ihn! Aber so etwas mag einmal vorgekommen sein. Das ist keine Lösung für unser Problem. Selbst wenn es uns gelingen würde, selbst wenn es so eine Person, so einen Körper in Fasar gäbe. Ich weise noch einmal darauf hin, dass wir bereits Körper ohne Seele getroffen haben. Das ist richtig. Die Stadt aus der Tiefe ist nicht direkt um die Ecke, aber wenn ihr das wollt, die beste Anlaufstelle. Aber sind das dann auch Körper, die eine Seele aufnehmen können? Das ist eine Frage, die derzeit ungeklärt ist. Und das ist aber hier der entscheidende Punkt. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier noch was tun können. Ich denke, wir sind bereits darauf gekommen, dass es nichts zu tun gibt und wir erst einmal abreisen sollten. Alles, was wir tun könnten, braucht gehörige Vorbereitung. Wir haben keinen Körper, wir haben keine Seele, also kein Seelengefäß und wir haben den Zauber noch nicht. Da müsste Boltax vielleicht bei einem Geoden lernen oder wir besorgen uns jemand anderes, sowas wie einen Druiden, vielleicht aus der Wildermark. Ich weiß ja nicht, wen ihr noch so aus, als Kontakt habt, aber wir müssen uns darauf vorbereiten und dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir den Körper von Eleonore mit dem Geist von Demiona zu unseren Bedingungen irgendwo hinlocken. Auch. Aber wir sind zumindest schlauer. Wie wir wissen, dass Eleonore hier ist. Ja, das ist sicherlich eine wertvolle Information. Und wir müssen Arkos schreiben. Der muss, aus Gorien zurückkommen, oder? Also Arkos sollten wir auf alle Fälle auf unserer Seite haben und am besten, bevor er mit Eleonora spricht. Ganz genau. Das Problem ist es, wenn wir Arkos jetzt versuchen, ohne ihm die Tatsachen auf den Tisch zu legen und zurückzuholen, wird ihn jetzt wohl kaum bewegen, er hat einen Krieg zu führen und wenn wir ihm erzählen, wie es aussieht, wird er vermutlich direkt hierher eilen, um den Geist seiner verstorbenen Eleonora zu betreffen und das könnte die ganze Sache zum Einstürzen bringen.